Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Und damit herzlich willkommen, Crewmate, das normale Among Us. Ja, das normale. 11 Personenbesitzer ist viel. Es wird weniger. Normalerweise sind es immer am Anfang wenig und. Oder nicht normalerweise, aber meistens sind es am Anfang mal weniger, kommen dann alle noch dazu. Aber heute wird es wahrscheinlich andersrum sein. Ein paar haben sich dazu entschlossen mitzuspielen, weil. Nur wegen mir. Finde ich gut, weil das sind ja die Runden von mir. Und. Oh, da. Da oh, Carol, das war ein Fehler. Oh, Carol. Ist es auch tot. Monster. Okay. Oh, Marschi. Kann man gar nicht rauswerfen. Oh, Marschi ist zuerst gestorben. Ich hätte jetzt so gern gevotet. Ich hab Eiswindel gefunden. Und zwar direkt in. Okay. Da, wo die große. Wie heißt das Spiel? Ich hab's zu lange nicht gespielt, oh mein Gott. Diese Kanone, wo man so viel mehr rauftippen muss. Aus ah, den Bohrer meinst du? Der Bohrer. Ah, oben beim Erkennen. Ja, genau. Da direkt vor der Tür. Ja. Okay. Ich kann Deko rausnehmen, da stand vor, wo du zu Electrical reingehst rum. Ja. Also hast Deko was nicht. Ich nehme nur so ein paar Einstellungen. Ich war noch zumindest für. Für einen von den Kills. Ja, genau. Also Lara ist für mich aber schon sehr hardcore Crewmate, also das wäre. Ich mach brav Tasks. Ja. Yeah. So vor 10, 12 Sekunden war ich neben dem Lab-Eingang an der Pylone und da sind neben mir zwei Leute ins Lab gegangen. Ich weiß aber nicht, ob Marshy da dabei war oder ob danach jemand umgezählt ist von den zwei Leuten. Hat ihr da eine Info, wie lang ungefähr Marshy dann tot sein muss? Also ja, wie gesagt, dann müsste Marshy ja unter 10 Sekunden tot sein. Unter 10, ja, dann nehme ich Lara. Unter 10. Ja, dann nehme ich Lara. Dann ja, das ist jetzt nur, Gixi hätte es vielleicht sehen können, also wenn sie schon selber sagt, sie weiß es nicht. Da bin ich vorm Lab vorbeigelaufen, zwei Leute sind ins Lab reingegangen. Na ja, gut, also falls. Und danach muss er dann irgendwie wegkriegen. Wer ist ins Specimen gelaufen? Ich bin ins Specimen. Ah, okay. Wo ist denn. Was denn mit. Wer befehlt denn jetzt Monster-Deko? Was mit euch? Ich bin. Deko war jetzt zum Schluss auf jeden Fall mit mir links, Auto und so. Und er stand ein bisschen länger vorne rum. Also direkt draußen vor dem Eingang, wo du da Richtung Electrical reinkommst. Mhm. Stand der nicht auch eine ganze Weile vor Dropship noch? Also ja, genau. Okay, wer war jetzt oben bei Lab? Ich bin ja noch bei Lab unterwegs. Ich war im Lab. Du warst im Lab, okay. Ja. Ich bin am Anfang durchgelaufen, hab meine Kommission-Sample angeschaltet und bin jetzt schon eine ganze Weile ins Marshy zuerst. Ja, und hab dann den oberen Decon wahrscheinlich von Carol gesehen und bin jetzt auch ins Specimen reingelaufen. Wenn Marshy zuerst gestorben ist, muss Ice dann auch unter 10 Sekunden tot sein. Ja, ja klar. Jemand das heißt, Ice noch irgendwo gesehen? Ja. Also maybe Monster. Okay. Also Monster ist der zweite. Das hätte er doch reported, glaube ich. Ich mache erst diese Task. Ich möchte nicht, dass die beiden gewinnen. Eindeutig nein. Guck mal, Monster ist gerade hier. Nehmen wir den auch mit. Dann ist die Zeit ja schon vorbei sein. Carol kommt hier. Carol ist Monster nicht? Okay. Das hat, dass sie sich dann in ihn morpht. Oh ja. Oh, schade, dass sie da nicht reingeht. Schade. Dann weiß ich aber nicht, wer der zweite ist. Hört mich doch. Hm.
Es gibt diesen Morphling in dem Spiel, ne? Ja. Okay, weil sonst macht das gar keinen Sinn. Ja, erzähl mal, was wolltest du denn sagen? Ja, ich hab ich war an Vitals, also ich hab meinen Download nochmal gemacht, war an Vitals. Hab dann auf Vitals gesehen, dass Grün tot ist und mir ist Grün aber kurz danach, bevor ich auf ein Admin-Table konnte, aus Specimen entgegen. Aber könnte es auch Deku gewesen sein? Nee, Deku ist oben. Ja, ich bin mit W-Dogs. Ich meine, also ich kann auch sein, dass ich mich gerade komplett irre, aber ich meine, mir ist David eigentlich gerade unten. Wo liegt da? Sorry. Bianca, wo liegt er? Monster liegt im Specimen. Ja, okay. Ja, dann war das ein Ding. Deku. So Morph, weil nämlich das Ding ist gewesen. Ich bin gerade reingelaufen. Dann ist Monster losgelaufen und Lara hinterher. Und dann kam der Report und ich dachte so, Wie alt ist der Kill? Also wie viele Sekunden? Wann war ich denn an Vitals? Also nach dem Download. Und der Temperatur-Task. War ich an Vitals. Okay. Also da war ich bin ja jetzt tot. Okay. Bin jetzt von Vitals weg und wollte links rauslaufen und das ist 4 Sekunden her oder sowas und wo sie mir entgegengekommen sind 8 Sekunden oder so her. Okay. Also schätze ich mal, dass der Kill irgendwas so zwischen 12 Sekunden. Ja, okay. Sowas? Ja, dann kann. Nee, da wollte ich nur sagen, da kann. Also, Shilakso kann den Kill nicht gemacht haben, aber was ich. Deku, wie lange dauert eigentlich der Madbase-Scan? Der dauert doch auch 10 Sekunden eigentlich, oder? Ja, glaube ich. Aber. 10, oder? Dann. Ja, 10, 10 habe okay. Ich habe 10 im Kopf, aber dann war Shilakso echt flott. Also. Schon so 3-4 Sekunden flotter noch als. Hat jemand eigentlich Lab oder Specimen? Mhm. Also, Deku, Shilakso und ich halt, wir drei. Ja, vermutlich der Imposter, aber er wird sich jetzt nicht melden. Also ich würde jetzt eigentlich nicht drauf behaupten, dass Chilaxo Imposter ist, weil sie ist eigentlich ein relativ langsamer Killer. Ja, ja, aber ich glaube, die hat gar nichts gesagt, die Sau. Die hat nichts gesagt bisher. Trotzdem kann ja aber zweiter Killer trotzdem noch Chilaxo. Weil ich am Arsch der Welt bin und gar nichts davon mitbekommen hab. Oh ja. Carol. Chilaxo könnte wirklich der zweite sein, weil sie muss dann reporten, wenn sie da reingeht. Bleibt ja nicht mehr viele Optionen. Annika hat aber auch nichts gesagt, ne? Aber Annika hätte mich safe geholt, erste Runde. Oh, da fliegt ein kleiner Marschi um ihn rum. Sieht man, wie lange das geht? Nicht mehr. Okay. Das waren 12 Sekunden. Könnte ruhig sein, ja. Es ist gleich hier gestorben. So, müsste alles haben, oder? Jupp. Who is Carol? Mal immer Vedox beschützen und dann sowas. Oh Gott, 7 Sekunden, Vedox. Carol, was hast du vor? Ich geh da aus. Doofe Carol traut sich nicht. Doofe Carol traut sich nicht zu töten. Wartet, dass ihr Kollege alles macht, aber sie tut nichts. Ja, sorry. Aha, Carol. Frischer Standard habt. Wobei.
Du hast Vedox in Admin umgebracht. Nee, das ist dann der Morphling. Er wird parat noch in Electrical. Ja, dann bin ich noch Storage und habe meinen zweiten Tank aufgefüllt. Okay, also ich kann auf jeden Fall Lara und Annika jetzt rausnehmen, weil Lara ist gerade raus aus dem Lab und Annika tanzt da, wickelt so ein bisschen rum. Ja, die waren zusammen im Lab. Genau. Ja, da waren dann wir alle, oder? Nee, jetzt die letzten 5 Sekunden. Ach so. Also ich habe auf jeden Fall, muss ich dazu sagen, ich habe auf jeden Fall Vedox und Deku vorher in Admin gesehen. Da gebe ich dir recht. Ansonsten, du bist jetzt von Lab durch Specimen und wieder in Lab. Ja, richtig. Okay. Also ich war in Specimen, dann haben wir uns unten gecrossed, dann bin ich zum Lichtfixen gegangen und dann bin ich oben wieder ins Lab durch und bin jetzt gerade im oberen Deacon oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz starke Deko- und Carol-Vibes. Ich verstehe jetzt auch nicht so genau, warum du mich jetzt hast. Also was ist deine Begründung dafür, dass du mich jetzt gehasst hast gerade? Ich? Ja, Shani hat dich rausgenommen. Nein, Deko. Achso. Deko hat doch reported und gesagt, dass es ich war mit... Nein, Carol. Er hat gesagt, ich war es, aber ich bin noch da. Du? Ja, eben. Nee, Lara war mit mir da. Aber warum bin ich es denn? Das würde ich jetzt einfach... Nein, eben. Er hat gesagt, Carol, nicht Annika. Nein, er hat mich auch gesagt. Nein, habe ich nicht. Nee, hat er nicht? Nee. Also Annika, ne? Also... Also ich habe also mit Gixi und Chillaxo zusammen das Licht gefixt, bin dann nach Storage, habe meinen Tank gemacht, bin jetzt oben am linken Tank und füll den endlich auf und ja. Wo ist die Leiche? Office, ne? Na gut, von Storage könnte man ein Office wenden, so ist es nicht. Kann man? Ja. Glaube ich, der am seltenste genutzte Vent überhaupt. Nee. Ja, ist ein guter Vent. Also ist halt ein gefährlicher Vent, um rauszuspringen, aber um reinzuspringen, ein guter Vent. Keine Ahnung. Okay, das ist natürlich sehr schön. Ja, wir sind auch 7. Wozu voten? Wenn man jemanden rausvoten kann, sollte man rausvoten. Was ist los mit dir? Deswegen ist halt, wir sind 7, ne? Und es haben nur 2 geskippt. Okay, das war ein kurzer Download. Upload, schieß mich tot. 10 Sekunden müsstest du noch haben, glaube ich. GGX töten ist, glaube ich, gar nicht so doof, wenn du das machen würdest. Bist noch ein Camps, die Kiste weg. Nee. Was ist dein Plan? Specimen, okay. Was? Also. Okay, die ist frisch. Ja, wo wart ihr? Seid ihr denn alle? In Camps Deko ist gerade bei mir reingekommen. Ja. Ich wollte gerade auf den Admin-Tank. Ich stehe gerade oben im Tank. Chillaxo und Charlie. Chillaxo, du stehst am Tank, hast du gesagt. Nee. Ja. Chillaxo war das nicht. Weil ich hab euch. Okay. Ich war mit Lava am rechten Tank, weil ich sie beschützen wollte. Und dann ist sie wieder in Storage reingegangen und ich bin in Camps gegangen. Das solltet ihr bestätigen können, weil da Shani und Chillaxo bei euch die Cam angegangen ist. Die war auf jeden Fall gerade an. Genau, und die ist auch schon ein bisschen länger an. Und. Problem ist. Ich vermute, Lava liegt in Storage, weil ich ja weiß, wie die Taste gemacht hat. Das heißt, aber ich würde Shani und Chillaxo rausnehmen, weil ihr ja zum gleichen Zeitpunkt rechts vor Lab wart. Ich sag, ihr beiden habt den Kill genommen. Aber wenn sie ihren Tank aufgefüllt hat... Aber Deko ist gerade im Kill... Sorry. Ja, aber Deko kam rechts aus Lab. Der ist durch Specimen durch und rechts aus Lab rausgekommen. Der kann's nicht gewesen sein. Der ist gerade bei mir in Camps reinmarschiert. Genau, der kam direkt aus Lab rechts raus und ist nach links rübergelaufen. Dann, Carol war vor mir an den Camps und hat nicht oben links ihren Tank gemacht, wie sie vorhin gecallt hat. Ja, den hatte ich ja davor gemacht, in der Runde. Weil Carol, ich sage nur, sie liegt in Storage. Ich bin,
Ich bin jetzt zumindest unten gerade in Admin reingegangen, also hättest mich auch auf der Cam sehen können, wenn du durchgeswitcht hast. Wäre jetzt doof an der Stelle irgendwie was falsch. Nee, Shani, ich glaube an dem Punkt, wo Lara gestorben ist, waren du und Schelaxo schon rechts. Vor Lab. Wo war Annika? Hab ich nicht gesehen. Annika, wo warst du? Jetzt zum Ende hin war ich unten beim Baum. Ich war gerade in den Camps. Also ich bin nur reingedippt, ich habe nicht angemacht. Davor war ich mit Shani beim Admin-Table. Ja, jeder um die letzten 10 Sekunden. Dann habe ich Shani beim Admin-Table gesehen. Ja, sag ich ja. Ich war in den Camps, dann stand da irgendjemand, bin ich wieder raus nach unten und bin jetzt da beim Baum. Dann könnte Annika den Kill gemacht haben. Klar könnte Annika den Kill gemacht haben. Ich bin der Einzige, die übrig bleibt. Das sind alle Sass gerade, sorry. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich weiß aber, dass das noch nicht over ist, weil ich kann noch jemanden beschützen. Das weiß ich nicht, wie lange der Kill-Cooldown ist, ne? Ah, das ist natürlich gut gemacht. Kann ich ja nicht protecten. Ich hab gedacht, oh, warte mal, es könnte ja auch ein Task-Win werden, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, wenn wir zwei Dinger drin, also noch beide drin haben, weil ich bin mir nicht sicher, ob Annika wirklich Dings ist. Ich kann's nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Aber ich vermute, dass die Imposter war darauf basierend, dass Chilaxo zwei Votes hatte und Annika sehr, sehr früh gewotet hat. Wenn du nicht Imposter bist, hast du keinen Grund, früh zu voten, wenn es noch diskutiert wird. Aber es ist wirklich nur blind geraten. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war. Was willst du jetzt damit sagen? Okay, ich glaube, Annika war Imposter, weil sie super früh gewotet hat und Chilaxo zwei Votes hatte. Nee. Was vermutlich die beiden Imposter-Votes waren. Nee, weil der eine Person davor am häufigsten. Okay, dann von dir und dann vermutlich halt. Aber trotzdem war dieser frühe Vote da und ich glaube nicht, dass du als Crewmate früh votest, wenn noch diskutiert wird. Du kennst Annika nicht. Doch, ich mach das auch. Okay, also. Oder wenn man sich sehr sicher ist. Ja, wenn man so ein Bauchgefühl hat, wahrscheinlich. Ich bin mir nie schon, sicher. Ich wollte immer Leute, wo ich. Ja, gut, aber eben gab es ja wenig. Also, das ist super blind, einfach nur geraten. Aber wir können nicht skippen, also. Also, ich weiß nicht. Also, Deko war jetzt für die letzten Dinger zwar nicht sass, aber ich habe immer noch trotzdem Deko-Vibes. Geh doch auf Carol. Ich weiß es echt gar nicht. Bei den älteren Kills sind noch irgendwelche Leute, die verdächtig waren. Carol war für mich noch verdächtig. Ja, das weiß ich auch noch. Aber halt nie ja, weil standhaft. Ja, meinte, mich erwischt zu haben. Nie standhaft. Ja, keine Ahnung, wir warten einfach irgendwen jetzt und dann ist auch vorbei. Also wenn ihr euch alle für den letzten rausnehmt, bleibt für mich halt nur noch Deku. Carol ist es? Ja. Deko hat ja Shani gemeint, dass der durchgelaufen ist. Oh mein Gott. Ja, die Runde geht viel zu lange. Das ist. Also, Kara hat safe gecallt. Ich brauch nur wieder Comms ausmachen. Not yet. Drückt doch keiner den Button. Ja, dann kann ich auch nicht helfen, ne? Danke. Da kann ich auch nicht helfen, wenn keiner mehr den Button drückt. Vor allem, Chilaxo hat so schlecht. Du hast Shani geholfen, du wusstest es. Natürlich. Du willst meine Frau umbringen, geht's noch? Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt: Wetten, Killen und Niederschnetzeln. Bis dann.